Hallo Freunde, in diesem kurzen Video möchte ich euch mal eine meiner Lieblingsjagd- und Trekkingshosen vorstellen. Das ist hier die Fjällrävens Balance und die möchte ich euch mal ein bisschen im Detail zeigen, weil ich die auch echt empfehlen kann. Was bei der Balance von Fjällräven gleich ins Auge fällt, sind die verstärkten Kniepartien. Die Hose ist aus G1000 gearbeitet und sehr widerstandsfähig und hält auch jahrelang und macht wirklich egal auf der Jagd oder auch jetzt hier Outdoor beim Klettern und im Gelände macht die wirklich alles mit. Dieselbe Verstärkung findet ihr hier auch in der Gesäßpartie, auch da ist das Material gedoppelt. Und hier im Gelände, da ist man auch mal sozusagen auf den vier Buchstaben unterwegs, da ist das auch ein Riesenvorteil. Was bei dieser Hose auch sehr gut ist, ist der hohe Bund. Ja, dadurch sitzt die sehr gut, rutscht auch nicht im Gelände, wenn man unterwegs ist. Und was sie natürlich auch hat, neben hier dieser super stabilen Ausstattung, das ist, sie hat auch eine Menge an Taschen auf der linken, am linken Bein. Hier oben eine ganz tiefe Tasche, darunter nochmal eine Balktasche und hier an der Seite noch eine Messertasche. Also das ist hier sehr gut zum Unterbringen für Material, wenn man auch mal aus dem Lager unterwegs ist, ohne Rucksack in die Hose bekommt man viel rein. Ja, und im Gegensatz zu den anderen Fjällrävenhosen, die hier oft einen Riegel haben, Klettverschlüsse haben oder Druckverschlüsse, um die Hose eng machen zu können, hat die hier jetzt als leichtere Hose ohne Futter den Vorteil, ich kann die auch in die Stiefel mit anziehen und das ist auch natürlich ein Vorteil, wenn das Material sich hier schön zusammenlegen lässt. Wie gesagt, was die Hose auszeichnet, ist einmal der hohe Schnitt, ja, und auch sehr viele Gürtelschlaufen, ja, dadurch hinten auch zwei, dadurch sitzt die Hose auch besonders gut, da passen auch die breiten 4 cm Gürtel rein und hier vorne natürlich auch große Einschubtaschen, wo sich auch noch was verstauen lässt, aber hier wie gesagt die lange Tasche, dann hier die zwei Blasebalgtaschen, die obere geht ganz tief runter bis zum Knie. Hier noch eine aufgesetzte zweite Tasche und hier eben auf der anderen Seite nochmal diese große Tasche, wo sich super, ich sag mal, die Tages-Survival-Ausrüstung verstauen lässt. Ja, das macht die Hose zum wirklich empfehlenswerten Teil. Ja, und ich habe die jetzt schon wirklich mehrere Jahre in Gebrauch, ja, und die ging mit mir durch dick und dünn. Ja, das war es auch schon, was mir zur Fjällrävens Balance so eingefallen ist aus meinem Benutzeralltag. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, einfach schreiben. Ich hoffe, ich kann es beantworten. Wie gesagt, ist eine meiner Lieblingshosen. Übrigens meine erste Fjällräven-Jagdhose. Die ist jetzt 25 Jahre alt. Die ist zwar ein paar Stellen geflickt, ja, aber auch die ist beim Arbeitseinsatz draußen immer noch mit im Revier oder im Sommer, das ist eine leichtere Hose, immer noch mit auf Tour. Und hier die Investition auf die Jahre gerechnet, die lohnt sich und die Hose macht Spaß. Ja. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Bis zum nächsten Mal, euer Hans. Ciao.